Aber Crypto.com auf jeden Fall hat ein riesen, riesen Potenzial. Ne? Das Ding ist halt, die machen ein unnormal gestörtes Marketing. Wer wird erfolgreich? Der Geld ins Marketing reinsteckt. Viele Leute verstehen das nicht. Die sagen immer, boah, wie können die so viele Milliarden ins Marketing reinstecken? Darum werden sie auch in aller Munde sein. Und darum wird auch jeder in Zukunft zuallererst, wenn er an Kryptos denkt, an Crypto.com denken. Warum? Weil egal, ob sie sich die Super Bowl anschauen, egal, ob sie sich Football anschauen, ob Hockey, ob Baseball, ob UFC, überall siehst du das. Es ist in deinem Unterbewusstsein gespeichert und wird automatisch mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht. Ne? Darum, Marketing ist das Allerwichtigste, was es gibt. Genau so werden wir auch programmiert. Früher, wo ich noch einen Fernseher hatte, habe ich die ganzen Werbung mitgekriegt. Warum werden wir so programmiert, dass wir diese ganzen Werbeslogan im Kopf haben? Badabababa, ich liebe es. Renault, Kreateur der Automobil. Was weiß ich, was es da noch alles gibt. Wir haben all diese dämlichen Werbeslogan in unserem Kopf gespeichert. Wie Roboter saßen wir da und haben gelernt. Das ist wie Lernen, ja, ne? Wie lernen wir denn? Wenn wir für die Schule gelernt haben damals, haben wir uns einen Text angeguckt und immer wieder durchgelesen. Wie beim Vokabellernen zum Beispiel. Das hast du dir so oft durchgelesen, bis du das konntest. Und was macht die Werbung mit uns? Genau das Gleiche. Die zeigen uns den gleichen Müll immer und immer und immer und immer wieder. Und viele fragen sich, ja, warum stecken die denn solche Milliarden da rein? Ja, genau darum. Damit du den Müll in deinem Kopf hast und zuallererst an die denkst, wenn du an solche Produkte, an bestimmte Produkte zum Beispiel denkst. Ne? Das ist verrückt. Darum bin ich voll bei dir, mein Lieber. Wenn das Projekt von Crypto.com ist, dann ist es verflucht, erfolgreich zu werden, wenn man das so sagen kann. Caro, ich verpasse nie den Live-Chat und sag auch mal Danke für eure super Arbeit. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Auch dir danke. Ich weiß, du bist auch sehr, sehr oft am Start, aber den Livestream bist du auch. Manchmal sagst du wahrscheinlich nichts, ne? Darum sehe ich dich öfter nicht. Aber vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch allen, Leute, für den harten Kern noch einen speziellen Dank. Wir wissen ganz genau, wie ihr hinter uns steht, Leute. Und das ehrt uns und das gibt uns immer wieder Kraft und den Drive weiterzumachen. Ich habe mit Moneten Dave letztens geredet und letztens, gestern war das, gestern haben wir ein bisschen Sprachnachrichten hinterher geschickt. Also er fühlt das gerade nicht mehr, diese täglichen News rauszuhauen. Er meint, es gibt ja auch nicht mehr viel. Und ich habe ihm gesagt, ich kann ihn sehr, sehr gut verstehen, dass er jetzt ein bisschen mehr in so moderieren und mehr Talkshow-Bereich gehen will. Das heißt, viel mehr die Leute interviewen möchte und all sowas, kann ich vollkommen verstehen. Weil Leute, ich sitze hier manchmal von 5 Stunden am Morgens und bis ich irgendwas finde, was ich interessant finde, was man berichten kann. Wäre es nicht an euch, dann würde ich oft sagen, ich mache heute kein Video. Ehrlich jetzt, viel zu oft. In letzter Zeit viel zu oft. Darum kommen die Videos auch so spät. Und ich denke mir dann, Mann, ich kann euch doch nicht so hängen lassen. Weil viele von euch warten da drauf. Ne? Und es fühlt sich dann für mich so an, weil die Community einfach so bombastisch ist, als ob ich euch verraten würde oder sowas. Ich fühle mich schlecht danach, auf jeden Fall. Und dann muss ich suchen und gucken. Und darum habe ich Moneten Dave auch gesagt. Ich so, Mann, ich verstehe dich vollkommen. Ich kann dich vollkommen verstehen. Ne?